Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute geht es mir um den Press Roll. Aber bevor ich dieses Video starte, möchte ich mich für die Kameraposition ein wenig entschuldigen. Ihr werdet also nur diese Kameraposition heute sehen, denn es gibt einige technische Schwierigkeiten, die es demnächst zu lösen gilt. Deswegen leider nur für dieses Video diese Kameraposition. Jetzt allerdings möchte ich mit dem eigentlichen Video starten und wünsche euch dabei sehr viel Spaß. Nun, wie ich bereits gesagt habe, es geht um den Press Roll und jetzt möchte ich erklären, was ein Press Roll überhaupt ist. Ein Press Roll ist einfach gesagt eine Abfolge von links, rechts, links, rechts, links, rechts, bei der Stock auf dem Fell hüpft. Also das heißt, es wird der Rebound von dem Schlagfell ausgenutzt und der Stock hüpft auf dem Fell, wenn ich auf das Fell oder auf die Trommel draufschlage, und so sieht das Ganze in langsamerer Form aus. Um allerdings jetzt daraus einen wirklichen Wirbel zu machen, muss ich jetzt verschiedene Dinge tun. Als erstes gilt es, mehr Druck auf den Stock auszuüben. Das heißt, ich nehme meinen Daumen, den man hier hoffentlich sehen kann, oder hier zeige ich das mal, man nimmt hier den Daumen und dann nehme ich den Zeigefinger und bringe meine Hand in diese Position hier und drücke fester oder nicht so fest auf den Stock und es passiert Folgendes. Ich habe jetzt nur den Daumen und den Zeigefinger benutzt, um die Schlaggeschwindigkeit zu erhöhen und die Schlaganzahl zu verringern. Das heißt, wenn ich ein bisschen Druck auf den Stock gebe, dann hat er einen ziemlich langen Hüpfvorgang und eine ziemlich lange Schlagabfolge. Drücke ich jedoch fester drauf, wird der Hüpfvorgang kürzer und die Schläge werden weniger, aber die Geschwindigkeit der Schlagabfolge erhöht sich und somit muss ich auch meine Hände dementsprechend schneller bewegen, damit daraus tatsächlich jetzt ein Wirbel entsteht und das Ganze klingt dann so. Jetzt haben wir erklärt bekommen, was der Presswirbel eigentlich ist und weiter geht es mit den nächsten zwei Sachen, und zwar Geschwindigkeit und Dynamik. Beginnen wir natürlich mit der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit von einem Press Roll wird kontrolliert, indem man, wie ich es eben schon vorgeführt habe, ein bisschen mehr oder weniger Druck auf den Stock gibt und die Geschwindigkeit der Hände erhöht, wie sie auf die Trommel schlagen. Das heißt, ich kann ziemlich feste auf den Stock drücken und habe eine ganz, ganz, ganz kurze Hüpfzeit auf der Trommel, also sprich in dem Fall so ziemlich kurz, ganz schnelle Schläge auf der Trommel und dementsprechend auch
hohe Geschwindigkeit und das sieht dann so aus. Möchte ich jetzt aber ein wenig langsamerer spielen, so verringere ich den Druck auf den Stock und verringere auch dann somit die Geschwindigkeit meiner Hände und das sieht dann ungefähr folgendermaßen aus. Ich kann natürlich auch wie vorhin ganz langsam spielen und das sieht dann so aus. Und jetzt möchte ich erklären, wie das mit der Dynamik funktioniert. Und zwar bei der Dynamik geht es um drei Aspekte. Erstens ist es die Stockposition. Das heißt, wenn ich die Stockposition verändere, verändert sich auch die Lautstärke natürlicherweise von dem Press Roll. Und das Ganze klingt dann folgendermaßen. Der zweite Aspekt ist die Kraft, die ich aufwenden will, die auf die Trommel aufwirkt. Also je nachdem, wie feste oder sanft ich auf diese Trommel aufschlage, so verändert sich auch die Dynamik. Ich werde jetzt einfach mal mit kaum Kraft auf der Trommel aufschlagen in gleicher Schlaghöhe und dann mit viel Kraft in gleicher Schlaghöhe auf die Trommel spielen und man hört deutlich einen Unterschied. Was wir auch gehört haben, ist, die Schlaganzahl der Stöcke erhöht sich, aber auch der Sound des Wirbels wird lauter, also der Wirbel wird lauter. Der dritte und letzte Aspekt, um die Dynamik eines Presswirbels zu erhöhen, ist, dass wir die Stockhöhe verändern. Das heißt, je höher der Stock auf dem Fell auftrifft, desto lauter wird auch der Presswirbel. Und das werde ich jetzt mal demonstrieren und zwar von ganz leise bis so laut wie möglich und dann wieder zurück auf ganz, ganz, ganz leise. Ja, so viel zum Thema Grundlagen vom Presswirbel. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und in dem nächsten Workshop, den ich poste, hoffentlich mit zwei Kameras, geht es dann erweitert in die Technik herein, denn mit einem Presswirbel kann man durchaus sehr viele interessante Dinge anstellen, die ich euch gerne in dem nächsten Workshop dann zeige. So, ich bedanke mich dann fürs Anschauen, fürs Abonnieren und ja, bitte lasst mir ein Like da, bitte kommentiert dieses Video und bitte abonniert mich und ich sage dann Dankeschön, einen schönen Restabend noch, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!